ihr Lieben. Hallo. Herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration und herzlich willkommen zu unserer Sonntags-Challenge. Ganz genau. Ihr habt wieder abgestimmt und ihr habt euch wirklich mit einer super großen Mehrheit für Kalenderideen entschieden. Ja, das können zum Beispiel Kalender schon für 2020 sein oder vielleicht auch Ideen, wie man im Kalender was cool gestalten kann. In eurem Schülerkalender, in eurem Kalender für die Uni. Lasst euch überraschen, was wir uns da einfallen lassen haben. Kalenderideen. Ganz genau. Und los geht's mit Idee Nummer 1. Ich werde eine Kalenderdrehscheibe basteln. Das ist ein Kalender, den man immer wieder verwenden kann, jedes Jahr aufs Neue. Man kann immer weiter drehen, welcher Tag ist heute, welcher Wochentag, Montag, Dienstag, Mittwoch, welcher Monat und kann das Ganze dann so aufhängen und dreht dann eben jeden Tag ein Stückchen weiter. Dafür brauche ich Pappe. Ich habe hier so eine alte Pappe, die werde ich einfach nochmal wiederverwenden, die ist schon so ein bisschen ausgeblichen. Aber ich werde das Ganze ja sowieso anmalen und gestalten mit meinen Stiften. Und dann habe ich hier noch, das ist so eine Rückseite von einem Block. Das können wir auch gut verwenden. Ich werde auf jeden Fall den Zirkel brauchen, weil ich mir 5 Kreise in verschiedenen Größen gleich ausschneide mit der Schere. Ja, ich habe schon gesagt, Buntstifte habe ich. Ich habe stabile Stifte, um alles schön zu beschriften. Und ganz wichtig, so eine Klammer hier. Ich habe jetzt erstmal den Zirkel auf einen ziemlich großen Radius eingestellt und kann damit unseren größten Kreis auf die Pappe aufmalen. So groß wird jetzt auch der ganze Kalender. Jetzt brauche ich noch kleinere Kreise. Dafür drehe ich einfach den Zirkel etwas kleiner. Dann kommt hier der nächste Kreis. Noch ein bisschen kleiner drehen. Das ist Kreis Nummer 3. Und insgesamt brauche ich 5 Kreise. Der nächste ist noch ein bisschen kleiner. Und die schneide ich jetzt alle aus. So, die Kreise habe ich ausgeschnitten. Ich habe jetzt einen großen Kreis, da kommt gleich die Jahreszeit drauf. Dann haben wir hier den Monat, die Tage und welcher Tag das dann eben ist, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und hier in die Mitte, da kann ich dann noch irgendwas Schönes, Buntes gestalten. Das ist dann eben, um das Ganze hier oben abzudecken. Ich brauche gleich auch noch so einen Pfeil, der dann uns immer jeweils zeigt, was heute ansteht. Vielleicht kann ich den Pfeil auch hier mit drauf malen. Und die Jahreszeiten, damit beginnen wir mal. Erstmal markiere ich mir nochmal gerade genau den Punkt, wo die Mitte ist, damit ich den gleich nicht übersehe. Da muss natürlich dann gleich meine Klammer durchgehen. Wo ist sie denn? Meine Klammer ist mir irgendwie verloren gegangen, aber ich habe zum Glück noch ein paar weitere davon. Die lege ich mir jetzt hier an die Seite. Und jetzt habe ich mir noch ein Lineal dazu genommen. 4 Jahreszeiten, das heißt, ich brauche 4 Felder. So, wenn ich jetzt den Kreis da drauf lege, dann sehe ich, ich muss nicht das komplette Feld gestalten, sondern nur diesen Bereich sieht man. Das kann ich mir ja auch mal ein bisschen markieren, damit ich weiß, bis wo ungefähr ich das Ganze gestalte. So, und jetzt kann es losgehen. Winter, Sommer, Frühling und Herbst. Der erste Kreis ist fertig. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und jetzt kommt der nächste Kreis und das werden die 12 Monate. Erstmal markiere ich mir wieder die Mitte. Da werde ich auch gleich einfach mit irgendeinem kleinen Piekser weiterhelfen, damit ich da dann gleich meine Klammer, die ich diesmal hoffentlich nicht verloren habe, durchstecken kann. Hier haben wir die Mitte. Und diesmal brauchen wir 12 Felder. Ich kann mich erstmal wieder so ein bisschen hier dran orientieren. In jedem Viertel hier sind ja 3 Monate.
Ja, genau. Ich habe nicht ganz die Mitte getroffen, aber das ist ja nicht schlimm. Da kommt ja gleich noch der nächste Kreis drüber. Und hier außen, ja, die sind einigermaßen gleich groß. Das ist ein bisschen größer geworden. Aber vielleicht schreibe ich da dann ein etwas längeres Wort rein. Jetzt kommt einfach hier Januar, Februar, März, April, alle Monate einmal rein. Dafür habe ich ja auch hier noch die ganzen bunten Farben. Also die werde ich in unterschiedlichen Farben reinmachen und vielleicht auch noch so ein bisschen bunt hinterlegen. So, dann fange ich mal mit dem Januar an. Der ist ja im Winter gelegen. Der Dezember auch. Ja, das ist schon ganz gut so. Dann schreibe ich mal Januar hier rein. Obwohl, ich muss doch mal schauen, einmal mit der nächsten Scheibe, wie viel Platz ich habe. Ja, genau, da habe ich auf jeden Fall reichlich Platz, um die Monate reinzuschreiben. Mein Tisch sieht mittlerweile ziemlich chaotisch aus und die Monate sind jetzt fertig. Dann kommen jetzt die Tage. Bei den Tagen gibt es ja maximal 31. Es gibt Monate mit 28 oder 29, also der Februar, und sonst eben 30 oder 31 Tage. Das heißt, ich brauche 31 Zahlen hier rundherum. Tja, das war wohl nichts. Ich bin nur bis zu 25 gekommen. Das heißt für mich, ich muss ein bisschen enger schreiben und zum Glück habe ich hier noch die Rückseite. Puh, Glück gehabt, diesmal hat es geklappt. Ich bin genau bis zu 31 gekommen. Und ich werde die Zahlen jetzt noch jeweils so ein bisschen umkreisen, damit man dann die Zahlen auch auseinanderhalten kann. Ich umkreise jetzt einfach so ein bisschen abwechselnd, dass ein paar verschiedene Farben mit dabei sind. Der nächste Kreis ist fertig und die kleine Markierung ist auch schon in der Mitte. Jetzt kommt der nächste Kreis. Und da kommen jetzt die Wochentage drauf, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. So, die Wochentage habe ich und vielleicht seht ihr, ich habe das hier noch mit so ein bisschen breiteren Stift gemalt, hier auch, damit man dann jeweils auch genau unterscheidet, wo das ist, also wo man das trennt. Hier kommt jetzt ja gleich noch vorne die Scheibe drauf, dann sind die nicht mehr ganz so stark, sondern dann sieht man die eben nur noch so am Rand, aber man kann eben das Ganze gut unterscheiden. Hier ist ja auch klar, wo die Mitte ist. Jetzt muss ich erstmal über ein Loch reinpieksen. Hier piekse ich auch ein Loch rein, aber diese Scheibe, die muss ich jetzt nur noch mit einem großen Pfeil gestalten und vielleicht noch ein bisschen bemalen. Das ist eben die schöne Mitte. Ich benutze jetzt zum Pieksen nochmal einfach sowas hier. Habe ich euch jetzt eben am Anfang nicht gezeigt. Aber ihr könnt natürlich auch mit einer Schere ganz vorsichtig oder eben direkt mit dieser Klammer das Loch reinpieksen. Ich denke mal, ja, so funktioniert es auf jeden Fall gut. Dann haben wir auch ein Loch, wo man das gut durchstecken kann. Ich habe ja zum Glück überall noch die Markierung, wo die Mitte ist. Der Pfeil ist fertig und ich habe hier einfach noch so ein bisschen buntes Papier mit draufgeklebt mit einer Avocado. Fand ich jetzt irgendwie ganz süß. Jetzt kommt die große Zusammenführung. Also als erstes die erste Scheibe, die zweite Scheibe, die dritte Scheibe, die vierte und die letzte Scheibe. Umdrehen und von hinten diese Klammer einmal so umknicken. Also zu beiden Seiten. Und fertig ist mein Kalender und dann werden wir direkt mal das Datum von heute, also Sonntag, der 17. Es ist November und es ist Winter. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, diesen Kalender zu gestalten. Man kann das natürlich ganz unterschiedlich machen. Ich habe es jetzt ziemlich bunt gemacht mit viel Pink und bunt. Aber ihr könnt das natürlich auch ein bisschen dezenter halten oder die Pappen in verschiedenen Farben benutzen. Also da habt ihr unendlich viele Möglichkeiten. Es macht auf jeden Fall Spaß. Vielleicht habt ihr Lust, euch so einen Kalender nachzubasteln. Kann man natürlich auch gut verschenken. So, ihr Lieben, bei mir gibt es als Kalenderidee einen richtig hübschen Wandkalender und zwar mit Fotos. Dafür habe ich so ein paar Instagram-Bilder von Kathi und mir aus dem letzten Jahr ausgedruckt bzw. ausdrucken lassen im Supermarkt. Ihr seht hier zum Beispiel Sommerfotos mit Eis, dann unsere Torten. Hier waren wir, glaube ich, Paintball spielen oder so. Und hier haben wir Karneval, Halloween ist auch dabei. Also wirklich ganz bunt gemischt. Dann habe ich hier quadratische Pappe und da habe ich schon
mal Löcher reingemacht, einfach mit einem Locher. Seht ihr hier, immer im gleichen Abstand. Dadurch kann ich die Pappen dann zusammenbinden und zusammengehalten. Und zum Aufhängen habe ich hier diese Flügelklammer, super praktisch. Aber zusammengehalten werden sie einfach mit einem Faden. Und es gibt jeweils ein Monatsschild dazu. Die kommen hier auf die Pappen drauf, zum Beispiel August. Und wenn dann September ist, nimmt man einmal die Klammer raus und klappt das Ganze nach hinten. Aber vorher wird das Ganze natürlich erstmal beklebt und es kommen auch noch ein paar Sticker dazu. Ist auch eine sehr, sehr schöne Geschenkidee, so vielleicht für Weihnachten. Und ja, ich starte einfach mal. Hier dieses hübsche Foto mit den Rucksäcken kommt jetzt tatsächlich zum August. Aber ich glaube, da nehme ich eine andere Pappe für. Ich habe nämlich auch verschiedene Pappen ausgesucht. Und die mit den Sternchen ist so ein bisschen weihnachtlicher, finde ich. Und für den August nehme ich auf jeden Fall das mit den Herzchen. Benutze auch hier das doppelseitige Klebetape. Super schnell und super praktisch. Foto drauf, auch so ein bisschen schief. Also da gibt es viele Variationsmöglichkeiten natürlich und auch super viele Gestaltungsideen. Kann man auch natürlich super schön mit Washi-Tape machen, so einen Rahmen rausmachen. Einfach weißes Papier benutzen, weiße Pappe. Und das hier ist der August. Dann kommen da noch ein paar Sticker zu. Natürlich die Sonnenbrille sehr cool zu. Noch ein Donut. Und dann habe ich meine erste Seite schon fertig. Weiter geht's mit der nächsten. Da habe ich hier auch ein weiteres Sommerfoto. Ich denke, da werde ich Juli für nehmen. Ich glaube, das Foto ist tatsächlich auch aus dem Juli. Hier Streifen kann man zum Beispiel auch schön nehmen, um die Fotos nochmal so ein bisschen zusätzlich festzumachen. Wie gesagt, dafür kann man auch Washi-Tape benutzen. Einmal Juli. Kommen jetzt noch so ein paar verspielte Pfeile drauf. Und dann ist auch diese Seite schon fertig. Und ich mache jetzt noch 10 weitere und die zeige ich euch dann gleich nochmal im Schnelldurchlauf. Und hier bin ich jetzt mit dem Schnelldurchlauf für euch. Januar, Februar, ein bisschen Karneval, März mit dem Einhorn und ziemlich viel Goldglitzer. Leider habe ich die Pappe falsch rumgelocht, aber ich finde die umgekehrten Regenbogen auch ganz witzig. Dann April, wieder Regenbogen. Mai mit der Wildwasserfahrt. Juni auf dem Boot. Juli, August, hattet ihr schon gesehen, September, Oktober mit Halloween, November mit Kuchen und Dezember mit Eis. Also das sind die 12 Karten, die 12 Pappen. Jetzt wird das Ganze natürlich noch zusammengefügt. Dafür klemme ich es erstmal zusammen, damit es stabil zusammen ist. So. Schon einmal zusammengehalten und jetzt wird es noch zusammengebunden. Dafür nehme ich hier die Fäden, schneide mir die zweimal in der gleichen Länge ab. So. Und dann schön hier durchfädeln. Geht vielleicht auch besser mit einer Nadel. Hier auf der Rückseite kommt schon raus. So. Einmal durchziehen. Und dann locker zusammenknoten. Also nicht auf Spannung, sondern ruhig so ein bisschen Platz lassen. Und einfach einen Doppelknoten binden und kurz abschneiden. Auf der anderen Seite ganz genauso. So, auch einen Doppelknoten. Abschneiden. Und jetzt ist es eben so, dass ich hier das Ganze rüberklappen kann und dann wieder beim Januar bin. Nach dem Januar kommt dann natürlich wieder der Februar. Und so geht es immer weiter. Den Kalender kann man natürlich für mehrere Jahre benutzen. Ist eher so ein Deko-Kalender, beziehungsweise so ein Kalender, wo man eben drauf guckt und sieht, ach ja, es ist immer noch Februar. Und ja, vielleicht auch so eine schöne Geschenkidee für Weihnachten, wie schon gesagt. Und ich hoffe, meine Idee hat euch gefallen und Spaß gemacht. Das war's!
unsere beiden Ideen. Wir hoffen, dass sie euch gefallen haben. Ihr könnt wie immer abstimmen. Hashtag Team Eva, Hashtag Team Kati, Hashtag Team Beide. Was habt ihr für einen Kalender und welchen Kalender wollt ihr nächstes Jahr haben, 2020? Genau. Schreibt es uns alles unten in die Kommentare rein und natürlich auch, wenn ihr noch gute Ideen für weitere Challenge-Themen habt, also über welche Challenge-Themen ihr abstimmen möchtet. Genau, und ihr könnt natürlich heute wie immer abstimmen beim kleinen i, welches Thema ihr dann nächsten Sonntag sehen möchtet. Ganz genau. Und ja, dann würde ich sagen, natürlich Daumen nach oben da lassen. Kanal abonnieren, wenn ihr möchtet, kostenlos. Glocke und aktivieren. Auf die Glocke klicken, genau. Genau. Und schaut auch mal bei Instagram bei uns vorbei, bei @kreativeideen, @kati_karacho, @eva_einfach_so. Ja. Und natürlich auch bei TikTok, DIY 3 Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Inspiration. Tschüss.